Hier an den Toren Wiens wird klar, es ist nicht weit vom beschaulichen Wiener Neustadt bis in die Anonymität der Großstadt. Das dachte sich wohl auch Yasan A., der 18-Jährige, gilt als dringend tatverdächtig, die 16-Jährige Melanie K. am Sonntag in Wiener Neustadt ermordet zu haben. Allerdings seine Flucht, die währt nicht lange, denn noch am Sonntag veröffentlicht die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fahndungsbilder und da dürfte es offenbar zu Hinweisen aus der Bevölkerung gekommen sein, die eine rasche Verhaftung noch in der Nacht auf Montag möglich gemacht haben. Yasan A., er gilt als dringend tatverdächtig, Melanie K. in den frühen Morgenstunden des Sonntags erdrosselt zu haben. Die beiden, die seien ein Paar gewesen, allerdings sollen sie sich wohl kurz vor der Tat getrennt haben. Die Mutter von Melanie K., die hat sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags gewundert, dass Melanie K. noch nicht zu Hause ist. Zunächst war sie am Abend davor in mehreren Lokalen mit ihrem Ex-Freund unterwegs gewesen. Allerdings ist sie in der Früh noch nicht zu Hause gewesen und dann hat sich die Mutter auf die Suche gemacht, gemeinsam mit mehreren Bekannten und im Anton-Woditscher-Park am Stadtrand von Wiener Neustadt, auch nur unweit vom Elternhaus entfernt, haben sie dann die grausige Entdeckung gegen 10 vor 10 in etwa gemacht. Melanie K. war in einem Gebüsch abgelegt und mit Blättern bedeckt worden. Dieses mit Blättern bedecken, das ist auch immer der Versuch eines Mörders, seine Tat in gewisser Weise für sich selbst zumindest ungeschehen zu machen, nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Yasan A., der mutmaßliche Mörder von Melanie K., der ist auch kein Unbekannter. Seit 2014 soll sich der syrische Asylwerber in Österreich aufhalten. Er soll amtsbekannt sein und seit Oktober vergangenen Jahres soll auch ein Aberkennungsverfahren seines Asylstatus gegen ihn laufen. Die Motivlage, die ist derzeit noch völlig unklar. Es gibt allerdings Gerüchte, wonach Melanie K. offenbar mehrmals Opfer von sexuellen Attacken des nunmehrig mutmaßlichen Mörders gewesen sein soll. Und sie soll, so heißt es, Anzeige erstattet haben, möglicherweise schon. Ob das dann letzten Endes das Tatmotiv ist, das versucht die Polizei derzeit zu klären. Nichtsdestotrotz ist mit diesem Mord, mit diesem tragischen Vorfall in Wiener Neustadt wohl der Höhepunkt der vergangenen Woche erreicht. Denn es ist bereits der dritte Mordfall mit einer Frau als Opfer in Niederösterreich seit Jahresbeginn. Am vergangenen Dienstag wird im Bezirk Amstetten eine Frau erstochen und nur einen Tag später auch im Bezirk Wiener Neustadt-Land.